Hallo Leute, hier ist Jochen von S21 BauTV und ich melde mich ja schon wieder aus dem Homeoffice mit dem montagmorgendlichen Blick auf die Webcams bzw. Montagnachmittag, Mahlzeit. Jetzt schauen wir uns aber zuerst mal noch kurz an, was sich eigentlich letzte Woche hier so alles bewegt hat. Ja, kommen wir zurück in die Gegenwart, in den Montag der neuen Woche. Laden wir das Bildschirm mal neu. Wir sind hier, die treuen Zuschauer wissen es natürlich, beim Rückbau der provisorischen Jägerstraße, um eben diesen Tunnel hier bauen zu können und den Straßenverkehr hier aufrechtzuerhalten, wurde hier eine Behelfsbrücke gebaut, auf der die Straße aufgeständert ist und die wird jetzt zurückgebaut.
Und mit diesem kleinen grünen Monsterchen werden immer die Betonplatten ausgehoben. Und immer wenn dann ein größeres Stück freigelegt ist, kommt ein großer Mobilkran, um dann die entsprechenden Längsträger der Brücke abzuschneiden, auszuheben. Und wie man sehen kann, ist man hier doch ganz gut bei der Sache. Viel gibt es nicht mehr zu tun. Rechter Hand sehen wir den Bauabschnitt 1, von hier aus jetzt nicht so wirklich gut einzusehen. Da enden dann auch die bergmännisch gegrabenen Tunnel und ab hier geht's in offener Bauweise weiter. Ausnahmsweise spare ich mir jetzt heute mal die Erklärung offener Bauweise. Nee, wisst ihr was, das muss jetzt sein. Sorry Leute, das muss jetzt einfach sein. Offene Bauweise heißt Loch buddeln, Tunnel betonieren, Loch zubuddeln. It's so easy. Und auch wenn die treuen Zuschauer mich jetzt dafür hassen. Und hier sind wir schon im Bauabschnitt 2. Haben wir letzte Woche gesehen. Hier wurde ein Stückchen betoniert. Da wird es dann da nochmal ein Stückchen. Und da muss man noch eben hier unter der alten Bahndirektion, das ist dieses schicke Gebäude, das ja unter Denkmalschutz steht und deswegen untertunnelt wurde, auf eine Platte gesetzt, auf Stützen gestellt und dann der Tunnel unten durchgebaut. Das wird natürlich ganz extrem interessant, darunter zu betonieren. Jetzt wechseln wir die Perspektive. Wir blicken jetzt vom Dach der Bahnhofsdirektion nach Norden. Hier, wie gesagt, Tunnel in bergmännischer Bauweise nach Feuerbach und Bad Cannstatt. Und dann ja, gibt es hier, glaube ich, jetzt auch nicht so viel zu sagen. Wir können hier jetzt tatsächlich nochmal einen Blick auf diese Brücke werfen. Da kann man das jetzt nochmal besser erkennen. Es gibt hier immer so ein Brückenpfeiler, sage ich jetzt mal, und dann einen Längsträger und einen Brückenpfeiler und obendrauf dieses, ich nenne es jetzt mal Fachwerk. Und die Kollegen bauen jetzt das hier immer alles fleißig zurück, bis dann eben der Längsträger frei liegt, nackig, und dann kommt ein bisschen ein größerer Kran. Und man kann es hier, glaube ich, auch sehen, da liegen, glaube ich, noch ein paar von den Trägern. Ja. Und mehr gibt es dann hier auch nicht zu sehen. Und jetzt schauen wir uns mal noch hier mal noch, was sich denn die letzte Woche hier eigentlich so getan hat. Und dann wechseln wir zur nächsten Kamera.
Ja, diese Kamera ist jetzt nicht so spannend, ne? Weg. Das ist hier das provisorische Wartegebäude, das neue und der Nordausgang. Das überspringen wir jetzt und gehen zur Bahndirektion. Entschuldigung, also doch wieder zur Bahndirektion. Wir blicken jetzt vom Dach der Bahndirektion Richtung Süden und wie ihr an diesem tollen, herrlichen Licht und Stimmung und Wetter erkennen könnt, ist das Bild nicht von heute. Das ist noch vom 2.5. Aber ja, Lieben, jetzt kommt der große Schock. Zack, es ist Montag früh, es ist grau, regnerisch, einfach bäh. Ja, das ist hier das Baufeld 9, das Baufeld 10, dieser schmale Streifen, das Baufeld 11. Da sehen wir jetzt hier einen Bagger, irgendeine Schütte am Kran. Was das genau zu sagen hat, kann ich euch nicht sagen. Ich vermute mal, es wird irgendwas nach unten transportiert, irgendein Schüttgut. Man kann hier, glaube ich, so ein bisschen einen Haufen erkennen. Und hier haben wir ja die Herausforderung mit der S-Bahn, und zwar folgendermaßen. Das hier ist der S-Bahn-Tunnel und der neue Bahnhof darf sich nicht auf dem S-Bahn-Tunnel abstützen. Da ist die Statik nicht geeignet. Deswegen wird die Bodenplatte hier schwebend ausgeführt, wie eine Brücke. Und genauso wie bei einer Brücke wird man hier mit Spannbeton arbeiten. Das heißt, der Beton, da ist die Armierung nicht nur eingelegt, sondern auch unter Zug. Und um diesen Zug aufzubauen, gibt es hier links und rechts so ein Widerlager, nennt sich auch Spannbett. Und was jetzt neu ist, ist, dass hier werden Bretterchen aufgelegt auf dem, also das hier sind die Treppenabgänge zur S-Bahn. In Zukunft habt ihr von jedem Bahnsteig einen Treppenabgang zur S-Bahn. Ja, und anscheinend muss hier auch irgendwas geschalt werden, schätze ich mal. Was man jetzt hier erkennen kann, wie hier die Armierungsstähle eben hochstehen, die hier unten einbetoniert wurden. Und ja, ich glaube, mehr kann man jetzt hier auch im Moment gar nicht erkennen. Nochmal der Sprung zurück in das Baufeld 9, das südlichste der Bahnhofshalle. Also hier öffnet sich der Zulauftunnel Nordkopf in die Bahnhofshalle und ab hier ist dann alles Bahnhofshalle, jeweils mit den Bahnsteigen, die man hier, naja, schon mehr oder weniger gut erkennen kann. Das ist da drüben im Baufeld 12, das da ein bisschen einfacher, nur dass wir jetzt das hier sehr so gemacht wird, dass für den Bau der Kelchstützen hier, das sind ja die Stützen, die das Dach bilden, werden die sogenannten Gleisgruben, da wo später dann mal die Gleise drin liegen werden, werden die mit Erde aufgefüllt und eine dünne Schicht Beton drauf gemacht, dass man hier einfach einen ebenen Untergrund hat, um zu arbeiten. Weil ich habe es in meinen Videos, glaube auch schon ein, zweimal gesagt. Ja, wenn man hier so arbeitet als Bauarbeiter und dann läuft man so und dann kommt hier, ups, Grube, Dusch, Dürm. Ja, und das ganze Spiel kann man hier viermal mitspielen. Das birgt ja erstens mal eine gewisse Unfallgefahr und zweitens mal, ihr seht ja, man braucht hier auch den Platz, um Dinge abzulegen, um Stützen aufzustellen. Das wäre ja alles gar nicht möglich, wenn sie alle paar Meter runterging. Und so haben wir jetzt hier zum Beispiel den Bahnsteig. Und was hier ganz interessant ist, in der Bahnsteigkante ist immer so ein Hohlraum. Das sind sogenannte, ja, so Medienkanäle, Kabelkanäle. Wer sich ein bisschen auskennt mit dem Projekt, der so wie unsere treuen Zuschauer, der weiß, dass hier unter diesem Parkplatz das sogenannte Technikgebäude liegt, da wo die ganze
ja, die ganze Technik des Hauptbahnhofs zusammenlaufen wird. Und deshalb müssen hier auch relativ viele Kabel längs und quer durchgeführt werden. Und was man jetzt hier auf der Webcam nicht ganz so gut erkennen kann, hier ist eine Vertiefung in der Bodenplatte. Und da werden Kabelleerrohre eingelegt, bevor man eben die Bodenplatte drüber betoniert. So, Zeit für eine weitere Kamera. Menschenskinder, da sind wir beim dritten, fünften stehen geblieben. Halblebig, halbes Bild. Ich würde sagen, auch hier schauen wir jetzt mal schnell, was sich letzte Woche getan hat. Und dann sehen wir uns gleich mit einem hoffentlich vollständigen Bild in der Gegenwart wieder. Ja, Lieben, tada! Und wieder haben wir den Effekt von Sonne nach grau und regnerisch. Bauabschnitt 12.13, also hier die 12, Bau der Kelchstützen. Und da wird jetzt hier ein nächster Kelchfuß geschalt. Armiert zunächst mal. Diese Stützen bestehen immer aus zwei Teilen. Es gibt ein Unterteil und ein Oberteil. Das Unterteil nennt sich Kelchfuß
Oberteil hat mal ein Fan von uns die Kelchblüte genannt. Das ist eigentlich ein ganz netter Name. Die Kelchblüte hat hier immer so ein Lichtauge. Das ist jetzt hier halt aus Sicherheitsgründen und das ist das also abgespannt. Aber hier kommt dann mal noch eine Glasscheibe später rein. Und das ist dann tatsächlich das Niveau, auf dem man in Zukunft hier gehen wird. Der sogenannte nicht mehr Straßburger Platz, sondern Manfred-Rommel-Platz, wenn mich nicht alles täuscht. Da gab es ja eine gewisse Änderung. Wir können jetzt hier übrigens nochmal von der anderen Seite in das Baufeld 11 hineinspicken und ja, es sieht doch tatsächlich so aus, als ob hier, sorry, etwas liegt, was hier unten rein muss. Auch ganz gut zu erkennen sind hier diese Arbeiten am sogenannten Spannbett, die aufragenden Armierungsstähle. Und hier die Schütte am Kran. Ne? Jo. Und hier mittendrin eine weitere Kelchstütze in Arbeit. Hier werden gerade am Rand diese Hölzer verlegt. Und die braucht man, wenn später betoniert wird, als ich nenne das Überlaufschutz, dass der Beton hier nicht rausschwappt vollends. Und diese Kelchstütze ist schon relativ weit fortgeschritten, aber da wird man wohl noch ein, zwei Wochen mindestens arbeiten müssen, bevor man an das Betonieren denken kann. Gehen wir mal weiter. Und zwar, jetzt müssen wir mal die Kamera wechseln. Hier haben wir jetzt das Baufeld 14. Entschuldigung. Und hier im Bereich der heutigen Bahnhofshalle ist halt eben das Besondere, dass der Bahnhofstrog seitlich eine sogenannte Galerie hat. Ich nenne das immer Arkadenbögen. Das ist hier so arkadenartig geöffnet zur Seite hin. Und normalerweise gehen ja diese Kelchstützen am Rand in die Außenmauer über. Das nennt sich dann ein Randkelch. Und hat dann hier halt eben eine massive Betonwand, kann man auf der Webcam im Schlossgarten ganz schön sehen. Hier sind die aber so geöffnet mit so Bögelchen. Und jetzt ist es halt so, um diese Bögelchen zu realisieren, braucht es noch zwei extra Füßchen. Ihr habt also die Kelchstütze drei Füße und eine Blüte. Viel mehr gibt es hier auch nicht zu sehen. Na, und dann springen wir mal in den Schlossgarten. Auch hier scheint die Sonne am 2.5.15:10 Uhr. Das war einmal. Und jetzt auch hier Blick zurück in die Vergangenheit, in die letzte Woche und dann treffen wir uns gleich in der Gegenwart wieder.
Ja, Lieben, noch ist es sonnig am 2.5. Ihr habt es gerade gesehen. Heute wurde hier die Kelchstütze betoniert, also heute am 2.5. Ne? Und jetzt kommt der große Schock, grau und kalt und regnerisch am heutigen 4.5. Und ja, was soll ich sagen? Kelchstütze ist betoniert. Das war mal überfällig, dass mal wieder eine Kelchstütze betoniert wurde. Und das hier ist jetzt das südlichste Ende der Bahnhofshalle. Ab hier beginnt der Zulauftunnel Südkorb. Tunnel in offener Bauweise, da sage ich jetzt nicht nochmal was dazu, keine Angst. Wir haben hier einen sogenannten Restkelch, das nenne ich Fake-Kelchstütze. Nicht vor, ohne Lichtauge, ohne Fuß, einfach nur so ein Halbrund. Aber was man jetzt hier mal erkennen kann, was ich vorher meinte, die Kelchstützen sind normalerweise hier ein Teil mit der Außenmauer. Ja? Und drüben die Galeriekelche, so heißen die Dinger dann wirklich, haben dann hier noch so zwei Bögelchen drin. Zack, zack. Ja, dann liegen hier übrigens diese weißen Stangen schon bereit. Die wird man mal dafür brauchen, um hier die zu stützen, die Kelchstütze, wenn die Schalelemente rausgezogen werden. Und im Baufeld 17, also das ist das Baufeld 18, im Baufeld 17 werden immer mehr dieser Platten eingebaut, um die Decke zu schließen. Nennt sich auch Schwindgasse. Und hier werden jetzt Platten, Schalplatten eingebaut. Da hat man diese vielen, vielen Gerüsttürmchen vorbereitet, die jetzt da einer nach dem anderen in Position gefahren werden. Und da beginnt man jetzt eben das Dach zu schließen. Und was noch besonders ist, heute Morgen wurde schon betoniert, und zwar hier dieser Abschnitt der Decke. Hier wurde also auch schon begonnen, die Decke zu schließen. Das hat man hier drüben auch schon vor längerer Zeit gemacht, und dann wird von hier jetzt weitergearbeitet. Und man kann auch ganz gut erkennen, dass das hier so ein bisschen so eine Abstufung hat. Ja, so ähnlich ist es bei den Kelchstützen ja auch. Die haben ja quasi, das sieht man jetzt hier nur nicht, man kann das da drüben an der neu betonierten erkennen. Da ist ja auch immer so eine, so ein Absatz drin, so eine Art Verfugung. Es gibt so den oberen Kranz von Armierungsstahl und den unteren Kranz. Und das spiegelt sich hier dann in der dicken, in der Schwindgassen. Verfugung, wie man das Ding jetzt auch immer nennen will, spiegelt sich das wieder. Baufeld 16 muss ich nichts zu sagen, schon lang fertig. Also auch hier kommen dann mal noch irgendwann die Schwindgassen dran. Baufeld 15, eine weitere Kelchstütze, noch relativ am Anfang, wird fleißig armiert und gearbeitet. Am Rande des BA15 liegen weitere Platten bereit für die Schwindgassen. Haben wir hier das Grundwassermanagement. Hier die Verladung eben von Aushub aus dem Tunnelbau. Und ja, der Filtertunnel ist schon durchgeschlagen. Da kam ja die Frage nach dem letzten Video auf. Aber man arbeitet eben noch an der Verzweigung. Beziehungsweise, ich glaube, inzwischen kommen hier auch Aushub aus dem Tunnel unter Türkheim an. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ihr seht, da kommt noch Aushub an. Da fällt mir übrigens eine lustige, naja, eine interessante Anekdote ein, weil es wird ja dann oftmals so ein bisschen provokativ gefragt, na, warum wird denn hier nicht rund um die Uhr gearbeitet? Ja, das hat man tatsächlich schon in Erwägung gezogen, und man hat das auch mal versucht, und zwar hier hinten am Bauabschnitt 24, 25, als der ausgehoben war und man an der Bodenplatte armiert hat. Ja,
Und dann hat man aber festgestellt, dass das macht ja Lärm, das Klirren von Stahlstangen. Also man muss ja jetzt dazu sagen, solche Armierungsarbeiten, die machen jetzt ja wahrlich keinen großen Lärm. Da werden Stahlstangen aufeinander geschichtet oder mit Drähten verbunden, macht wenig Lärm und das dazu noch in einem 15 bis 20 Meter tiefen Loch, sollte man ja meinen, es ist unproblematisch. Musste hat man dann nachgemessen und hat dann festgestellt, dass man mit diesem Lärm hier die nächtlichen Grenzwerte um 1 Dezibel überschritten hatte. Ja, wohlgemerkt hier mitten in der Stadt an einer vielbefahrenen Straße, aber dieses 1 Dezibel war natürlich von der Genehmigung nicht gedeckt und deshalb musste man sich was einfallen lassen und die Lösung war ganz simpel. Da haben wir ja hier auch dieses Förderband, was eigentlich 24/7 Erdabtransport aus dem Tunnel gewährleistet. Das kommt von hier drüben, wo es da ist, der Wagenburg-Tunnel. Und dann hat man einfach das Förderband abgeschalten. Die Kollegen aus dem Tunnelbau haben ihren Dreck, wie der Schwab sagt, ihren Dreck einfach über Nacht im Tunnel gelagert, gestapelt und haben es dann erst am nächsten Morgen auf die Reise geschickt. Und somit war 1 Dezibel Lärm eingespart, das Rumpeln des Förderbands, und dann konnte man hier 1 Dezibel mehr Lärm machen und durfte auch nachts arbeiten. An den Kirchstützen wurde teilweise auch schon nachts gearbeitet, aber ich glaube einfach, also ich spekuliere jetzt, das ist einfach nicht so die Art von Arbeit, die unbedingt für Nachtarbeit geeignet ist. Hier ist sehr viel Präzision gefragt, da muss man sehr gründlich arbeiten und ja, ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht dann doch nicht unbedingt mitten in der Nacht macht, wo die Leute sowieso nicht ganz so fit sind. Aber vielleicht täusche ich mich, wenn jemand was Besseres weiß, darf er es wie immer in die Kommentare schreiben. Ja, und hier eben Zulauftunnel Südkopf wurde letzte Woche eine Außenwand betoniert und da haben wir hier drüben wird wahrscheinlich bald die Decke betoniert werden. Hier hinten haben wir noch die Baustelle des Nesenbach-Düggers, ein Abwasserkanal, der ja dem Bahnhof im Weg war und deshalb U-förmig unter der Bodenplatte durchgeht, hier hinten in diesem Bereich. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier arbeitet ein Baggerchen. Hier muss der neue Düker-Kanal an den bestehenden Abwasserkanal angeschlossen werden. Wechseln wir die Perspektive und schon scheint die Sonne wieder. Aber ihr wisst, was das heißt. Wenn die Sonne scheint, schicke ich euch auf eine Reise in die Vergangenheit. Bis gleich. Bereit für den Schock? Zack. Montagmorgen, grau, bäh. Wären wir doch lieber im Bett geblieben. Hilft aber alles nichts. Hier wird gearbeitet. Kein Grund, Müdigkeit vorzutäuschen. Einfach nochmal ein anderer Blickwinkel. Das war ursprünglich mal die Webcam der Nesenbach-Düker-Baustelle. Jetzt schauen wir hier halt aus anderer Perspektive über den Südkopftunnel.
Ist jetzt, glaube ich, nicht so prickelnd. Gehen wir mal weiter. Und auch hier erwartet euch strahlender Sonnenschein. Und natürlich auch hier gibt es einen Blick zurück. Da haben wir ihn wieder, den kalten, grauen Montag. Da drüben sehe ich jetzt also das einzige Sehenswerte, was ich auf den ersten Blick sehe. Da drüben werden LKWs entladen, schon den ganzen Morgen. Gut, ansonsten gibt es jetzt hier, glaube ich, jetzt erstmal nicht so viel zu sehen. Ja, Kelchstütze frisch betoniert. Da gibt es jetzt auch nichts mehr zu sehen. Wird jetzt nicht mehr gearbeitet, natürlich. Muss aber noch das Lichtauge drauf. Ja, also das, um das mal zu sagen. Ihr seht ja hier, es ist die Armierung schon vorbereitet. Da muss noch dieses, also die Hutze nennt sich das. Entschuldigung, nicht das Lichtauge, die Hutze.
Das ist dann quasi die Halterung für die Glasscheibe, wird das dann mal. Ne? Und auf einen Wunsch von einem Fan hin, dehne ich heute meinen Spaziergang noch ein bisschen aus. Und jetzt blicken wir auf die Schwäbische Alb in das schöne Vilstal, wo wir eine Vilstalbrücke bauen, von Tunnel zu Tunnel. Ja, man könnte meinen, die Brücke sei schon fertig, aber das ist nur die halbe Brücke, weil es gibt ja für jede Fahrspur eine eigene Brücke. Jetzt muss der ganze Scherz noch einmal gebaut werden. So, ach, das ist doch ein traumhafter Blick über die Schwäbische Alb. Die Sonne scheint. Das ist doch fantastisch. Da drüben sehen wir einen Mobilkran und das schauen wir uns mal aus der Nähe an. Übrigens, da, bevor ich es vergesse, da seht ihr, das sind hier noch so Hilfsstützen, die man zwischendrin brauchte, um eben die Schalung, die sich hier so vorarbeitet, der Schalwagen, um den zu stützen zwischen zwei Pfeilern. So, Perspektivwechsel. Jetzt ist hier der Wiesbauer Mobilkran im Bild und wir blicken jetzt dahin, wo wir vorher, also genau die andere Richtung. Hier ist übrigens der Alpaufstieg, die A8, ja, geht hier hoch und da schauen wir mal, da gibt es kein neues Bild, nicht neuer als 13:15 Uhr, das Apollot. Dann schauen wir uns halt das Bild an. Sind wir ja jetzt gar nicht so. Ne? Jo, da seht ihr dieses komische Ding. Das ist der Schalwagen. Das ist die Schalung, mit der dann tatsächlich hier die Brücke betoniert wird. Und der muss jetzt darüber fahren. Ja? Und damit der nicht zwischendrin runterfällt, gibt es eben zum Beispiel hier solche provisorischen Stützen, um dem zwischendrin Halt zu geben. Und der wurde jetzt vor kurzem von da drüben nach hier umgezogen. Ja, und wenn jetzt da kein neues Bild kommt, dann gehen wir mal noch ein Stückchen weiter auf die Schwäbische Alb, auf die Albhochfläche. Wir sind wieder an der A8. Jetzt sind wir bei Merklingen. Und da hat sich ja ganz ja, spontan ergeben, dass Merklingen einen Regionalbahnhalt an der ICE-Schnellfahrstrecke erhält. Das war ja so eine tatsächlich spontane Aktion, war ursprünglich nicht geplant, aber ich könnte mir vorstellen, für Merklingen und die Region da oben ist das wirklich, wirklich, wirklich Gold wert, dieser Regionalbahnhalt. Und das, weil ich meine, oben auf der Alp, da ist halt die ÖPNV-Anbindung an an den Großraum Stuttgart eben nicht wirklich vorhanden oder nicht so gut. Hubert hat ja mal den Flixbus ausprobiert in Merklingen, ein bisschen unfreiwillig, aber das ist eine andere Geschichte. Das geht tatsächlich auch. Man kann da auch am Sonntag um 20 Uhr noch mit dem Flixbus wegkommen, aber ein Zug fährt da oben halt keiner, ja, um das mal klar zu sagen. Und hier wurde jetzt letzte Woche begonnen, die ersten Schienen zu verlegen, die erste Weiche hier in dem Bahnhof. Ihr seht hier natürlich die Bahnsteige, Wartehäuschen. Ist jetzt alles nicht großartig. Bahnhof, ja, das Ding ist ein Regionalbahnhalt. Hier eine Überquerung der Gleise mit entsprechendem Zugang zu den Bahnsteigen. Und genau in der Mitte, da können dann die ICEs mit 200 km/h durchflitzen. Und der langsame Regionalverkehr, der kann dann hier abbiegen und kann hier halten und kann dann in der Zeit sogar noch überholt werden. Ja, viel mehr gibt es da jetzt, glaube ich, auch nicht zu sehen. In
diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Und ach ja, wartet mal, eins habe ich da noch. Da müssen wir jetzt gleich noch mal was besprechen. Bleibt's mal kurz dran, bitte. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein etwas anderes Webcam-Video gefallen. Ich habe jetzt extra eine Woche lang von Hand natürlich jedes einzelne Webcam-Bild abgespeichert. Alle 5 Minuten so ähnlich, ja, dass ihr einen schönen Rückblick habt. Weil letzte Woche hieß es ja mal, seid zu wenig Action auf den Webcam-Videos. Das wollten wir doch direkt mal ändern. Ja, und jetzt hatte ich euch versprochen, ich möchte noch was loswerden. Und zwar, bei mir ist es so, wie bei bestimmt vielen anderen von euch auch, ich habe diese Corona-Time, die Shutdown- und Homeoffice-Zeit, auch genutzt, um mal wieder ein bisschen Ordnung zu schaffen an der einen oder anderen Ecke der Wohnung. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was ich loswerden möchte. Ich habe da nämlich noch was gefunden. Ich habe nämlich vor einiger Zeit, also so konkret zum Jahresbeginn, so einen tollen Kalender gemacht. Ich glaube, ich muss mal ein Stückchen weiter weggehen. Jetzt ist das Ding natürlich direkt vor meiner Nase und ich sehe nichts. Und ich habe noch 2 Stück von diesen tollen Kalendern gefunden und die möchte ich mit diesem Video verschenken, verlosen. Ne? Alles, was ihr dazu machen müsst, schreibt mir euer schönstes Corona-Shutdown-Erlebnis in die Kommentare. Und wenn es auch nur das schönste Erlebnis auch nur ist, dass ihr heute ein Video von S21 BauTV bekommt. Und der Kalender, das sind Fotos, die habe ich gemacht. Können wir mal reinschauen. Und das blickt immer genau ein Jahr zurück. Da sehen wir jetzt zum Beispiel die alte Bahndirektion. Also das ist persönlich auch mein Lieblingsbild, gleich im Januar. Oder hier mal der BA18. Oder aber die Betonage der zweiten Kirchstütze. Das war doch auch eine tolle Aktion. Und so geht es hier noch weiter. Sage und schreibe 12 Bilder. Nehmen wir mal den November vor. Schaut mal hier. Ich muss umgekehrt denken. Der tolle Seilbagger am Nesenbach. Ja, und wie es da inzwischen aussieht, hier am Nesenbach, Düker, das seht ihr noch diese Woche in einem neuen Video. Ich wollte sagen, noch heute, aber das wird realistischerweise nichts mehr mitschneiden und also noch ganz fertig schneiden. Das Video ist dann schon von vorletzter Woche leider, aber trotzdem wird da die Woche noch was kommen und dann schauen wir mal, was die Woche sonst noch so bereithält. In diesem Sinne, haut's in die Tasten, schreibt's mir einen Kommentar. Und da wir jetzt ja schon im Mai sind und der Kalender auch nicht aktueller wird, möchte ich mir da jetzt auch nicht so viel Zeit lassen. Und ich würde mal sagen, wir machen das Ganze bis zum spätestens 11., also sagen wir inklusive 10. Sonntag und nächsten Montag. Im Montags-Webcam-Video verkünde ich dann, wer gewonnen hat. Also, haut's rein, habt Spaß und bis zum nächsten live aufgezeichneten oder Homeoffice-Video. Bis dann, ciao.